Sie sind die erste Italienerin, die jetzt seit der Sperre über die Grenze will. Ah, wirklich? Wie geht's Ihnen? Sie können ruhig stehen bleiben. Ja, also mir geht's gut. Ich habe einen Hauptwohnsitz in Wien und habe jetzt ein ärztliches Attest von zu Hause mit und alle Zettel, die man so braucht, also die Eigenerklärung vom Innenministerium, und bin gesund und muss jetzt einfach schauen, ob ich wieder nach Wien komme. Ich muss arbeiten und im Zweifelsfall aber muss man einfach Verantwortung übernehmen und sagen, du, wenn das jetzt nicht geht, dann dreht man halt wieder um, da geht die Welt nicht unter, ja. Das heißt, Sie haben ein ärztliches Attest aus Italien, das nicht älter als 4 Tage ist, damit Sie nach Hause kommen? Gestern, ja. Dürfte ich das kurz einmal sehen? Nur, wir wollen. Na, ungern. Also ich habe es hier, ja. Aber ich weiß nicht, ob das der Arzt... Aber ich bin gestern getestet worden mit irgendwie, also Fieber gemessen und Atemwegskontrollen und bin auch sonst. Ich bin jetzt gerade nur ein paar Tage daheim gewesen und jetzt würde ich halt gern wieder zu meinem Hauptwohnsitz nach Wien. So, jetzt war gerade die Kontrolle. Man sieht aber, Sie fahren nicht Richtung Österreich, sondern die Strecke Richtung Italien. Was ist jetzt los gewesen? Also ich habe alle Dokumente gehabt, die man gebraucht hat. Leider als ärztlicher Test ist zu wenig gewesen. Also man muss wirklich einen Corona-Test haben, also Coronavirus-Test haben. Genau, meines war von gestern, also soweit war alles in Ordnung, aber... Seit heute ist das eben zu wenig, was ich total nachvollziehbar finde. Jetzt haben mir die Kollegen von der Polizei die Möglichkeit gegeben, entweder nach Österreich zu fahren und in 14-tägiger Quarantäne zu sein oder wieder umzudrehen. Und das werde ich jetzt machen und muss halt alles absagen. Ja. Und, aber das ist so. Also ich bin da gar nicht, ich finde das ganz verantwortungsvoll und richtig so. Ja, obwohl, Sie fahren jetzt zurück zu den Eltern dann? Ja, ich fahre jetzt zurück nach Italien, ja. Mhm. Genau, obwohl alles, also wie lange bin gesund. Sie denn so in Italien bleiben? Wie sind das denn? Ich habe keine Ahnung. Also jetzt muss ich echt schauen, ob ich irgendwie arbeite und alles Termine, alles absagen. Also weil wenn ich jetzt in Wien dann in 14-tägiger Quarantäne bin, kann ich auch nicht arbeiten gehen.